Herzlich willkommen zum neuen Video-Ausschussreport von dieser Sitzungswoche. Diesmal haben wir uns mit drei Themen im Ausschuss beschäftigt. Ich habe für euch aber vor, erstmal ein Thema davon zu besprechen, weil ich glaube, es wird einfach zu viel und so viele grandiose Erkenntnisse gab es bei den anderen beiden nicht. Was für drei Themen hatten wir? Wir hatten zweimal ein Haushaltsthema, nämlich das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Da ist eigentlich alles wie immer. Es gibt relativ viel Geld für Breitband, aber es fließt nicht ab, weil die Probleme ganz woanders liegen. Und wir haben gesprochen über den Haushalt des Bundesgesundheitsministeriums. Das dritte Thema, das möchte ich euch ausführlicher erklären, denn wo wir eh schon das Bundesgesundheitsministerium da hatten, haben wir darum gebeten, einen aktuellen Bericht zu bekommen zur Corona-Warn-App. Zwei Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums haben uns alle möglichen Fragen beantwortet und auch selbst ein Update gegeben, was sich denn rund um die Corona-Warn-App alles tut. Da wurde ja in der letzten Zeit auch viel Kritisches geäußert. Immer wieder wurde gefordert, den Datenschutz abzusenken, dann würde die App funktionieren. Und man hat vor allem öffentlich kritisiert, ja, was ist denn nun? Jetzt kommt doch so eine Art Lockdown und die zweite Welle ist da. Warum hat die App nicht funktioniert? Also da muss man, da sage ich nichts anderes als das Gesundheitsministerium, noch mal ganz klar sagen, die App ist kein Allheilmittel. Eine App kann keine zweite Welle alleine aufhalten, sie kann auch keine Lockdowns verhindern. Das hat vor allem damit zu tun, wie wir uns verhalten. Und wenn ich weiter zu Partys gehe oder irgendwo in Restaurants nah beieinander sitze, dann hilft mir auch nicht, dass die App mir später Bescheid sagt, dass ich da in der Nähe einer infizierten Person gesessen habe. Dann habe ich mich ja vielleicht schon angesteckt und die Infektionskette an der Stelle noch nicht unterbrochen. Es gibt ungefähr 22 Millionen Downloads der App. Das ist ungefähr jeder vierte Einwohner in Deutschland. Damit kann man gar keine Pandemie aufhalten. Es müssten viel mehr Nutzer sein. Trotzdem kann man auch jetzt schon etliche Infektionsketten aufhalten mit der App, wenn man sich verantwortungsvoll nach einer Warnung verhält. Zum Beispiel in Quarantäne geht, sich selber testen lässt und sich von anderen Menschen fernhält. Es gab auch das Problem, dass viele Menschen, die ein positives Testergebnis in die App hinein erhalten haben, die nicht alle weitergemeldet haben, um dritte Personen zu warnen. Die Rate war ungefähr 60%. Im Moment, allein durch die gestiegenen Infektionen, sind das aber trotzdem im Durchschnitt 3000 positiv getestete Menschen, die jeden einzelnen Tag über das Corona-Warn-App-System alle ihre Kontakte darüber informieren. 3000 am Tag. Das ist wirklich viel und man kann nicht davon sprechen, dass die App nicht funktioniert. Heißt das, sie kann nicht besser werden? Das heißt es natürlich nicht. Und auch das war Thema im Ausschuss gestern. Es gibt viel Debatte darüber, in welcher Art und Weise man die App verbessern kann. Und darüber haben wir auch gesprochen. Allein im November und im Dezember, also jetzt in den unmittelbar nächsten Wochen, sollen jeweils zwei neue Releases mit Updates zur Corona-Warn-App kommen. Mit der Umstellung auf die Version 2 der Apple-Google-Schnittstelle wird es zum Beispiel möglich, dass man häufiger als nur einmal am Tag die eigenen Daten aus dem Handy abgleichen kann mit dem zentralen Corona-Warn-App-Server. Das heißt, man wird schneller darüber informiert, wenn man einen Risikokontakt gehabt hat. Auch andere Änderungen sind geplant. Zum Beispiel gab es ja vielfach Beschwerden darüber, dass man nicht genau weiß, wann war denn dieser Risikokontakt. Bei roten Warnungen, da erhält man ja zumindest eine interpretierbare Angabe wie vor 3 Tagen. Das ist, weiß man dann immer noch nicht so genau, wann das jetzt war. Das wird jetzt endlich geändert. Ist eine Forderung, die habe ich auch selber schon an das Projekt der Corona-Warn-App gestellt. Daraus soll jetzt ein Datum werden. Auf die Stunde genau, das wird es nicht geben. Da ist der Datenschutz davor und ich finde auch zu Recht. Aber mit einem konkreten Datum sind wir schon einen Schritt weiter. Und bei den grünen Risikokontakten, da gab es ja bis jetzt überhaupt keine Zeitangabe. Auch das soll sich ändern. Die werden auch ein Datum bekommen. Man wird künftig die Risikokontakthistorie sehen können. Man wird also künftig sehen können, in den nächsten Wochen, am 21. Oktober hatte ich 2 niedrige Risikokontakte. Am 30. Oktober hatte ich einen Hochrisikokontakt. Man kann das dann also besser auseinanderhalten. Außerdem soll allgemein an der Verständlichkeit der App gearbeitet werden. Die Texte sollen einfacher werden. Der Warnprozess soll vereinfacht werden. Im Moment muss man
zu viele Klicks machen, um eine Warnung an Dritte herauszugeben über den zentralen Corona-Warn-App-Server. Da arbeitet man eng zusammen mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten, weil da soll natürlich nicht der Datenschutz weniger werden. Das heißt aber nicht, dass es nicht einfacher und bequemer gehen kann und man damit auch einfach Nutzerhürden abbaut. Manche Texte sind auch nicht gut verständlich. Immer wieder fragen Leute, was will die App mir damit sagen? Das soll sich auch verändern. Hier werden sogar Psychologen dazu eingesetzt, genau zu gucken, wie versteht man denn welche Formulierungen, wie kann man Dinge am besten so formulieren, dass sie jeder sofort versteht. Was sich auch verbessern soll, noch im November, ist die Integration zu anderen europäischen Corona-Warn-Apps. Insgesamt kommen 8 Länder neu dazu. Da gucke ich mal auf meinem Spickzettel ab. Und zwar kommen Polen, Belgien, Litauen, Niederlande, Portugal, Finnland, Zypern und Malta noch im November dazu. Ein paar Länder waren ja bereits schon integriert und danach hört es auch nicht auf, sondern man arbeitet weiter daran, möglichst viele Länder anzuschließen. Das Problem, dass noch nicht alle Menschen, die ein positives Testergebnis in die App erhalten, das auch weiter melden, das möchte man dadurch verringern, dass eine Erinnerungsfunktion eingebaut wird und die soll noch im November kommen. Hatte ich also ein positives Testergebnis und ich leite es nicht weiter, wird in regelmäßigen Abständen eine kleine Push-Nachricht mich daran erinnern, sei doch so gut, warne deine Kontakte, damit hilfst du, Infektionsketten zu unterbrechen. So oder so ähnlich formuliert. Zusätzlich soll es auch Informationen über die Entwicklung der Pandemie in Deutschland geben. Man möchte also Mehrwerte für die NutzerInnen der App schaffen, dass man da nicht nur Warnungen erhält und Testergebnisse. Das betrifft ja jetzt nicht alle 22 Millionen, die diese App runtergeladen haben, sondern man will vielleicht sich einfach informieren über die Pandemie und das soll man künftig auch über Informationen in der App machen können. Wahrscheinlich eher im Dezember oder noch ein bisschen später kommt wahrscheinlich, das scheint noch nicht 100% festzustehen, das sogenannte Kontakttagebuch. Das ist nichts, was man teilt, zum Beispiel mit einem Gesundheitsamt. Es ist ausschließlich freiwillig und es ist nur eine Gedächtnisstütze für mich selber. Da kann ich mir also dann in so einem kleinen Tagebuch innerhalb der App eintragen, heute Mittag war ich im Restaurant, ich kann mir vielleicht auch noch dazu schreiben, mit welchen Personen ich da war. Aber vor allem kann ich mir Ort und Zeitdauer eines solchen Aufenthalts mit anderen Menschen zusammen dort aufschreiben. Das ist ganz nützlich, wenn man irgendwann in die Lage kommt, dass das Gesundheitsamt fragt, wann warst du denn wo? Wo hattest du vielleicht eine sogenannte Cluster-Situation, wo man vielen anderen Menschen in einer risikoerhöhten Umgebung war? Mit wem war man da? Das kann man oft aus dem Gedächtnis nicht und dafür kann so ein Kontakttagebuch ganz hilfreich sein. Was nicht kommen wird, aber auch öfter gefordert worden ist, ist eine Cluster-Warnung. Das haben einige Epidemiologen auch gefordert, aber da bin ich bei dem Gesundheitsministerium, die gesagt haben, sie sehen überhaupt nicht den Mehrwert. Also, dass die App mir irgendwann sagt, du, Achtung, Achtung, du bist gerade in einer Situation mit vielen Menschen um dich rum. Ja, das merke ich selber, wenn ich von vielen Menschen umgeben bin. Und ich hoffe doch sehr, dass die meisten von uns inzwischen wissen, dass das eine Risikosituation ist, die sie möglichst vermeiden. Umstritten ist auch das Thema Kontaktliste für Restaurants. Da konnte man ab und an schon lesen, ja, das kommt dann im Februar als Zusatzleistung in der App, freiwillig natürlich, wo man dann statt Eintragung in die Kontaktlisten im Restaurant einfach mit der App einen QR-Code scannt und dann automatisch in der App abgelegt wird, wann man an diesem Restaurant gewesen ist. Das sieht das Bundesgesundheitsministerium kritisch. Und zwar aus folgendem Grund. Sie sagen, die App funktioniert hauptsächlich mit Freiwilligkeit. Und das könnte am Ende dazu führen, dass Restaurants sagen, wir wollen diesen ganzen Hassel mit diesem Papier nicht mehr haben, mit vernichten müssen und aufheben oder alle Leute fragen, Adressen kontrollieren. Und wenn sie es nicht machen, müssen sie Ordnungsgelder zahlen. Vielleicht sagen sie dann irgendwann, in dieses Lokal kommst du nur noch mit App rein, scann den QR-Code und wenn du das nicht machst, kannst halt hier nicht essen. Das sehen die kritisch, sehe ich auch kritisch. Ich hätte dafür allerdings eine Lösung, die wir schon sehr lange fordern, nämlich ein Corona-Warn-App-Begleitgesetz, das eine absolute Freiwilligkeit auch gegenüber Dritten vorschreibt und dann wäre es verboten, dass ein Restaurant so eine Regel macht. Um die Wirkung und den Einfluss der App auf das Pandemiegeschehen weiter zu erhöhen, ist es keine Lösung, den Datenschutz zu senken. Das wurde noch mal ganz deutlich im Ausschuss.
Auch das Bundesgesundheitsministerium erfreulicherweise teilt meine Auffassung, dass eine Senkung von Datenschutz eine Gefahr für die Akzeptanz der App wäre und eben nicht dazu führen würde, dass nennenswert mehr Menschen sich diese App herunterladen. Im Gegenteil, würden viele sie vielleicht sogar deinstallieren. Da muss man andere Wege gehen. Ich habe danach gefragt. Es wurde gesagt, man will mehr aufklären über Wirkungsweise und Nutzen der Corona-Warn-App. Das ist richtig. Man möchte Mehrwerte schaffen und die Nutzung vereinfachen. Das habe ich schon erklärt, auf welche Arten und Weisen man das tun möchte. Man will aber auch das Erwartungsmanagement verbessern, dass nicht mehr so oft gesagt wird, ja wieso, es gibt doch so eine App und trotzdem geht die Pandemie weiter. Das kann die App halt nicht leisten. Sie kann bestimmte Dinge leisten und dafür braucht es mehr Menschen, die sie benutzen und mehr Menschen, die sie in ihrer vollen Funktionalität benutzen. Ich sage es nochmal, das sind drei Funktionen. Die erste ist, ich kann mich warnen lassen von Risikokontakten. Ich kann ein Testergebnis sehr viel schneller erhalten. Bei mir hat es nur ein paar Stunden gedauert zwischen Test und Testergebnis in der App. Und ich kann Dritte warnen. Nur wenn alle drei Funktionen von den Nutzern der App verwendet werden, kann sie überhaupt ihr Potenzial entfalten. Ich habe auch sehr oft kritisiert, dass in der Prozesskette rund um die Corona-Warn-App herum ganz viel nicht funktioniert. Dass Ärzte die Laborbegleitscheine entweder dem Patienten gar nicht vorlegen oder aber nicht danach fragen, ob die getestete Person das Ergebnis in die Corona-Warn-App erhalten möchte. Da muss man nämlich zwingend ein Kreuz auf diesem Laborbegleitschein machen, um dem Labor zu erlauben, dass es die Testergebnisse auf den Corona-App-Server schickt. Dieses Kreuz wird ganz oft nicht gemacht und ganz oft werden zu testende Personen auch gar nicht danach gefragt, ob sie das in die App haben wollen. Da macht die Bundesregierung offensichtlich schon ganz viel. Sie kann das nicht direkt mit den Ärzten machen. Sie muss über die Kassenärztliche Vereinigung gehen. Und uns wurde versichert, dass man das sehr intensiv macht, dass man ständig Briefe schreibt, Prozessbildchen, Erklärungen und dass man darum bittet, alle Ärzte besser darüber aufzuklären, dass sie das auch machen. Es soll zum Beispiel auch vorkommen, dass das Papier, auf dem man den QR-Code für den eigenen Test erhält, der ja nur einmal funktioniert, dass dieses Formular in Arztpraxen einfach kopiert wird und an mehrere Patienten ausgegeben. Das funktioniert natürlich nicht. Jetzt ist nicht jeder Arzt unbedingt ein IT-Experte, aber das ist eine Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung, das besser zu erklären. Ich würde mir darüber hinaus auch noch wünschen, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aktiver wird. Ich sehe hier nicht, dass sie ihrer Verantwortung gerecht wird, aber ansonsten sehe ich gute Entwicklungen für die Corona-Warn-App. Vielen Dank bis hierher. Es freut mich, dass ihr wieder dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Mal.